Bis Samara diesen Brunnen hochkommt. Finn mit so langen Haare. Ja. Und hier sollen damals, wurde mir so gesagt, Raketen drin gelagert worden sein. Und es duftet schon nach herrlicher Bunkerluft. So, Kopflampe ist auf, Taschenlampe in der Hand, da drüben ausgerüstet mit GoPro auf dem Kopf. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir mal ab in die Unterwelt. Und jedes Mal, weißt du, was das ist? Diese Dinger da oben, die findet man in jedem Lost Place sind die irgendwie. Und ich weiß nicht, was das ist. Also hier sind sie extrem groß. Ja Leute, wenn ihr selber mal unterwegs seid und solche Sachen gesehen habt und ihr wisst, was das ist, vielleicht ein Pilz? Ich würde fast vermuten, dass es eine Art Pilz ist. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das sein könnte. Aber von der Größe her sieht es fast aus wie so eine Fahrzeughalle, ne? Ja. Yeah. Du musst auch wieder so ein Zugang, ne? Einfach ohne Leiter. Ah, Leute, hier geht's weiter. So, warte, hier machen wir jetzt erstmal zu. Hand auf eine Tür. Hier machen wir zu und eingeschlossen. So, Kopf einziehen. Oh! Ah, das ist meine Lieblingsbeschäftigung, Leute. Im Entengang. Wieder draußen. Ja. Ich sehe mich doch hier schon hängen bleiben mit meinem Rucksack. Kleine Info zwischendurch, wer Bock auf weitere Lost Place Abenteuer hat, bei Chris auf dem Kanal namens Reloadiac, werde ich euch verlinken oben in der Infocard und natürlich auch unten in der Videobeschreibung, findet ihr nochmal Urbex und Lost Place Abenteuer von ihm. Und wir werden natürlich zwei Teile hiervon haben, einmal meinen auf dem Kanal und bei Chris auf dem Kanal, da auch gerne mal vorbeischauen. Da geht's dann weiter. Ja. Klein. Ah, ich teste das mal. Ja, wenn ich halt mit ziehen und stopfen und rödeln und drücken und... Alles fürs Video. Oder? Durch. Das Problem ist, wir sind jetzt in so einem Raum, aber hier hinten ist die Klappe zu. Wir kommen nicht weiter. Oh, fuck. Dabei habe ich mich gerade so schön durch dieses Loch hier gezwängt. So, hier seht ihr nochmal. Ich filme das mal für euch. Es ist wirklich eng. Also wir haben hier irgendwie so gefühlt 2 cm und da so einen halben. Ja, krass, schade. Oh, das ärgert mich ein bisschen. Naja, aber guck mal, so ist das halt. Ich werde mal versuchen, mich wieder rauszupellen. So, ich glaube, ich gehe einfach so rein, wie ich wieder rausgekommen bin. Ein bisschen was von The Ring. Wo Samara diesen. Guck mal hier, wie viel Platz hier ist. Wo Samara diesen Brunnen hochkommt. Finn mit so langen Haaren. Ja. Ist gut. Das Geile ist, du hast halt nichts zum Abstoßen. Geil. Das heißt, ich bin nicht fett geworden. Ich passe immer noch durch. Oh, shit. Oh. Wieder draußen. Cool.
hier auf jeden Fall ein fettes Tor. Wenn ihr euch das hier mal anguckt, da sind nicht mal ein paar Bolzen hier. So ungefähr war die Tür gewesen, wirklich so dick. Ja. Achso, die aufgehen. Hier? Also auf der anderen Seite, die aufging. War so dick gewesen vom Stahl her. Also richtig massiv. Und hier sollen damals, wurde mir so gesagt, Raketen drin gelagert worden sein. Ah, krass. Also von irgendwelchen... Russisch wahrscheinlich. Ja. Was sonst? Ja. Wenn ihr Bock auf ein weiteres Video habt, dann schaut mal bei Chris auf dem Kanal vorbei. Und in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, da gibt es einen zweiten Teil. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Gerade kleine Zuschauer getroffen hier. Wir sind alle dichter zusammen hier. Komm. Jetzt wissen wir auch warum. Komm ran hier, komm ran.